Ich hatte gerade meine erste Floating-Sitzung und es ist bezeichnend, dass ich danach meinen Spiegel geputzt habe. Denn wie innen so außen, ich hatte nach dieser Floating-Sitzung das Gefühl, dass ich plötzlich klar sehe. Dass ich viel klarer sehe, als ob ein Schleier gehoben wird, ein depressiver Schleier, unter dem ich gestern noch verborgen gewesen bin. Und dieser Schleier hat sich gelichtet und es war und es ist immer noch so, als ob ich ganz klar sehe, als ob mir die ganze Welt offen stünde. Ich weiß, es ist erst der Anfang, es ist die erste Sitzung gewesen. Und mir ist bewusst, dass es bestimmt ein längerer Prozess ist, den man da durchläuft. Aber allein schon, dass diese erste Sitzung so viel Klarheit gebracht hat und einen solch klaren Blick, als ob ich alles ganz deutlich sehe und alles in einem positiven Licht sehe. Alles ist ganz, ganz klar. Und offen. Ich bin mir meiner Manifestationskraft so bewusst geworden. Und es ist erstaunlich, weil der Prozess an sich ein furchtbar anstrengender Prozess ist, der eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Auf den ersten Blick, dass man danach irgendwie klarer wäre, sondern man wird sich erstmal seiner Schwächen extrem bewusst und man wird sich seiner Ängste bewusst. Ja, mehr will ich dazu jetzt gar nicht sagen, aber auf jeden Fall, es war richtig gut und es ist richtig gut jetzt im Moment. Es lohnt sich, da weiterzumachen. Ja, ich habe eine Energie, das kann natürlich auch mit dem zu tun haben, dass jetzt die Sonne in den Widder geht, also dass jetzt die frühlingshafte Veränderungsenergie eintritt. Na gut, ich beende das Video hier und tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure Nadja von Nadjas Welt.